Okay, wir freuen uns auf den zweiten Vortrag heute Abend im Köln-Club. Tim wird ein Projekt vorstellen, was er selbst geschrieben hat. Gibt's auf GitHub. Ich bin sehr gespannt. So, liebe Fußball-Desinteressierte. Ich habe das Projekt F-Types vor ungefähr 2 Monaten begonnen. Das hier alles ist Work in Progress. Auch der Name hier ist Work in Progress. F-Types sagt jetzt nicht besonders viel. Und zwar, ich habe einfach noch keinen besseren Namen gefunden. Also ich bin offen dafür alle Vorschläge. So. Wie bin ich dazu gekommen, diese Library zu schreiben? Angenommen, ich will eine Haskell-Library für GitHub schreiben. Eine Haskell-Library, die es einfach und bequem macht, mit der GitHub-API zu reden. GitHub-API besteht aus so URLs und wenn man die anfragt, dann bekommt man so JSON zurück. Und das hier ist ein Beispiel JSON-Wert. Da steht zum Beispiel für mich das API-Objekt, da steht mein Benutzername, irgendeine User-ID, dann nochmal eine URL und dann hier nochmal ungefähr 40 andere Felder. So, und wenn ich das jetzt in Haskell parsen möchte, dann definiere ich erst einmal diesen Datentyp. Das ist der Datentyp GitHub User, der hat ein Login, das ist ein Text, eine User-ID, das ist eine GitHub User-ID. GitHub User-ID ist ein NewType-Wrapper um Integer und es hat eine URL, das ist auch wieder ein NewType-Wrapper. Und dann hier nochmal die 40 anderen Felder, habe ich jetzt hier weggelassen. So. Und wenn ich... das selber von Hand schreiben, weil der Übergang von... Ja, oder Template Haskell. Oder Template Haskell, ja gut. Da soll zur Compile-Zeit einmal sich so ein Ding holen, extrem, was die Felder sind, beraten, was die Typen sind. Oder über die normalen ASIN-Values. Ja. Halt. Es gibt auch JSON Schema, das kann man verwenden. JSON Schema ist eine Beschreibung von JSON Datenstrukturen, wie die ausschauen, in JSON selber. Und ich habe da mal ein Library geschrieben, was JSON Schema verwendet, um Haskell-Datentypen zu definieren und die Parsing-Serializing-Funktion. Dann gibt es das ja einfach alles schon, was ich gerade gesagt habe. Mit Tablet Haskell dann. Ja. Aber ich glaube, GitHub stellt kein JSON-Schema bereit und deswegen muss man hier alles selber machen. Und unter anderem muss man hier die to-JSON und die from-JSON Typklassen selber instanzieren, damit man solche Werte, die man von der API bekommt, auch in den schönen Haskell-Datentyp parsen kann. To-JSON funktioniert folgendermaßen. Man liest hier jeweils User-Login, diese Felder aus dem Datentyp aus und schreibt die in so ein JSON-Objekt und man gibt jeweils an, was der Key von den Feldern sein soll im JSON. Und hier verwendet man ein bisschen implizit die to-JSON-Instanz von dem Datentyp von User-Login GitHub User. Ich habe hier bei den ganzen NewTypes mit Generalized New Type Deriving gesagt, dass die FromJSON und ToJSON Instanz diejenige von Integer sein soll. So, und dann müssen wir auch noch die Parsing-Funktion schreiben. Es geht folgendermaßen, ParseJSON, man sagt als erstes, dass man ein Objekt erwartet, nicht etwa JSON-Nullwert oder JSON-Number. So, und das ist jetzt ein Objekt, also man kann da Keys nachschlagen und bekommt dann wieder JSON-Values raus. Und hier schlägt man die Keys Login, ID und Avatar-URL nach und parst auch schon mal diese Werte gemäß dem Parser von Text, Integer und hier wieder Text. Sollte man vielleicht noch eine Validierungsfunktion einbauen, die überprüft, ob das tatsächlich eine valide URL ist. Und dann konstruiert man hier den GitHub-User-Datentyp.
So. Also mit Punkt, Doppelpunkt kann man reinschauen in JSON. Ja. Punkt ist gleich, kann ich JSON kreieren. Mit genau, ja. Das hier sind zwei Funktionen aus der AESEN-Bibliothek. Ja. So, ich finde das... Ja, allgemeiner mit Lenses. Oder mit Kahnringen. Was auch immer das eigentlich ist. Ich finde den Code hier ein bisschen doof, weil ich habe hier zweimal sagen müssen, dass der Login im JSON dieses String Login ist. Und das ist ja dieser Code und dieser Code, der bindet ja quasi dasselbe Schema und ist sehr repetitiv und deswegen. Und wenn man dann so einen Datentyp hat, der nicht aus drei Feldern besteht, sondern aus 43, dann wird das schnell sehr langweilig und monoton, diesen Code zu schreiben. Und man kann auch Fehler machen, falls man hier einmal Avatar-URL aus Versehen mit nicht mit Unterstrich verbindet, sondern mit Camel Case. Und vor allem, man kriegt keine richtigen Fehler mehr, das heißt nur No Parse am Ende. Ja. Und was auch blöd ist, wenn man hier ein Objekt reinsteckt, dann diese Monade hier, die bricht ja beim ersten Fehler ab. So, man kriegt dann aber keine Fehlermeldung, die sagt, dieses und dieses und dieses Feld fehlt, sondern man kriegt die Fehlermeldung, dieses Feld fehlt. Sind doof. Wenn AESEN cool ist und man hier Applicative Syntax verwenden würde, so kann man nämlich diese Instanz auch noch schreiben, hier mit Applicative Syntax, dann würde ich hoffen, dass AESEN eine coolere Fehlermeldung macht. Ich habe das leider jetzt nicht ausprobiert. Hier, das ist auf jeden Fall ein bisschen weniger Code als hier oben, aber ich finde diesen Code trotzdem auch irgendwie besser als diesen hier, weil man stellt sich einmal vor, dass man in diesem großen Datentyp zwei Felder hat, die den gleichen Typ hier hinten haben. So, und dann kommt es auf die Reihenfolge hier von diesen Feldern an. Ja. Und falls man aus Versehen weiter unten die Reihenfolge vertauscht, dann macht man das Parsing falsch. Ja. Ist auch doof. Deswegen finde ich das schon besser. Kurzer Einschub. In Haskell, in GHCC 8.0 gibt es jetzt Applicative Do und dann wird dieser Code wirklich mit Applicative entzuckert und dann gibt es dafür vielleicht doch bessere Fehlermeldungen. Es gibt eine Extension, es gibt da so eine Extension, da kannst du Record Fields quasi direkt benennen. Wenn du direkt die richtigen Namen für die Record Fields links in den Pfeilen schreibst, dann kannst du einfach nur schreiben Pure GitHub User und dann Punkt Punkt in den geschweiften Klammern. Und dann nimmt er halt quasi aus dem aktuellen Kontext genau die mit den gleichen Namen. Ah. Quasi zusammenführen. Da musst du den ganzen unteren Block schon gar nicht mehr schreiben. Ah, das ist auf jeden Fall cool zu wissen. Ja, ich kannte das jetzt nur... Ich muss sie erstmal wieder nachschlagen. Ich kannte das bisher nur umgekehrt. Das geht eben in beide Richtungen mit dieser Erweiterung. Das ist cool. Also, du meinst nicht Punts, oder? Du meinst nicht Punts. Punts? Record Field Punts? Record Field... Ja, genau. Also doch, Record Punts. Ist das heißt mit Punts hinten? Ich schau mal. Was dann ist denn genau? Das kann einerseits, wenn du oben einen Typ reinkriegst, ein Pattern-Match machst und nicht alle Datenfelder angibst, sondern nur Punkt Punkt machst, dann hast du in deiner Funktion alle Namen der Datenfelder als, also anstatt dass es eine Funktion ist in dem Kontext, ist es dann einfach nur ein Wert. Das ist echt cool. Und das kannst du auch andersrum machen, dass man quasi, wenn dir Name existiert, dass er den dann nimmt, um wieder das Neue zu bauen. Mit Punkt Punkt als Konstruktion. So ungefähr würde man das dann schreiben, oder? Ja. Jetzt muss mir nur noch jemand den Namen von der Erweiterung sagen, dann können wir das machen. 24 Days of GHC Extensions. Ja. Name Field. Ist das so wie der Fall 6 an 1 Das heißt Name Field Punts. Glaube ich. Nee. Okay. Record Wildcards. Ah, okay.
Es gibt auch eins, das passt. Ja. Mit großem C, ja. Ach, kann nicht mehr arbeiten. So. Unsupported Extension. Was habe ich falsch gemacht? Ja, das war noch von vorher. Ah. Das ist noch der alte Fehler. Was ist das für ein toller Editor? Emacs ist das. Ich finde es schön, dass du zu Emacs gefunden hast. Ja, aber da hast du jetzt dieses GHC-Mod im Hintergrund, oder? Das hier ist SpaceMax mit einer ganz neuen, mit einem ganz neuen Haskell-Plugin namens Intero. Ach, du hast es schon reingebohrt. Ja. Das ist irgendwie 3 Tage alt. Oder? Hast du das schon in das Layer zurückgegeben? Nein. Ah, schade. Wäre schön. Ja, ich habe das auch so gerade so zum Laufen bekommen. Und ich bin noch nicht gut genug in Emacs Lisp und Emacs Internals, dass ich mir dazu trauen würde, so einem Layer was hinzuzufügen. Ich traue mich auch schon seit Monaten nicht mal einen Perl 6 Layer zu machen, obwohl das eigentlich auch so, sagen wir mal, ja, die Welt braucht das eigentlich. Ja. So. Deswegen, das ist ja eigentlich doof, dass ich hier zweimal die Struktur beschreibe, im Parser und im Serializer. Da habe ich mir gefragt, was, wenn ich hier quasi eine Instanz von einem Objekt mache, wo aber nicht Werte drin stehen, sondern für jedes Feld nicht, steht nicht der Wert drin, sondern eine Beschreibung dessen, wie man Werte von diesem Feld nach JSON serialisieren und parsen kann. Wenn ich für jedes Feld so eine Beschreibung hätte, wie man dieses Feld serialisieren oder parsen kann, dann könnte ich ja daraus irgendwie, dass ich alle Informationen, die ich brauche, um einen Serializer und einen Parser für das gesamte Objekt herzuleiten. Ich habe eins vergessen, für jedes Feld sollte man auch noch angeben, was hier dieser String ist im JSON. Und weil ich da jetzt keinen Datentyp hinschreiben will, der nur diese eine Sache kann, habe mir überlegt, man kann ja diesen GitHub-User-Datentyp folgendermaßen verallgemeinern. Ich füge F, GitHub-User, hat jetzt einen Typparameter F, vom Kind Stern nach Stern. Und bei diesem neuen Datentyp wenden wir F auf jedes einzelne Feld an. Damit wir keine Kollision bekommen, machen wir hier immer noch ein Präfix hin. Ja, mit GHC8 geht das übrigens jetzt auch. So. Was gibt? Dass man keine Präfixe mehr braucht, sondern dass er im Kontext weiß, welche. Und dann habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet. Das hier ist das Modul JSON-Format. Und hier haben wir diesen Datentyp JSON-Format definiert. Mit für einen Typ X. JSON-Format besteht aus einer Funktion toJSON, die ein X in einen JSON-Wert konvertiert. Und parseJSON. Ein JSON-Wert wird in ein X gepasst. Wäre das jetzt ein ISO, wenn man spricht? Ich glaube nicht, dass das ein ISO wäre. Das wäre eher ein Prism. Aha. Es gibt übrigens eine Library, die Partial Isomorphisms heißt. Ja? Genau das hier als Abstraktion. Ah, okay, klar. Und die genau Parser und nicht Parser, die irgendwie, wenn man die mehrmals befindet, sozusagen die Identität. Mathematiker würden es vielleicht eine Retraktion nennen? Ja. So, wir können auch Default Format. Hier verwenden wir die Typklassen toJSON und fromJSON. Die besitzen ja schon so jeweils eine Funktion, die JSON serialisiert oder parst. Und wenn ein Typ X diese beiden Typklassen instanziert, dann können wir daraus ein JSON für diesen Datentyp X so ein JSON Format definieren. Du machst keinen Typklasse, sondern tatsächlich nur einen Typen. Mit zwei Funktionen drin. Ja. Mhm.
Ich glaube, es ist gut beim Haskell-Programmieren, Typklassen zu vermeiden, die weder algebraische Gesetze mit ihnen haben, oder Serialisierung, Deserialisierung sind. Ich finde, das sind irgendwie die zwei Klassen von Typklassen, die in Haskell erlaubt sein sollten. Und sonst sollten Typklassen sollte man versuchen, keine Typklassen zu verwenden. Besonderes, wenn man irgendein Softwaremodul schreiben will und das Softwaremodul hat ein Interface, dann ist es oft besser, wenn man einen Record-Typ definiert, in dem all diese Funktionen von diesem Interface definiert sind. Meiner Erfahrung nach viel besser, als wenn man so Typklassen macht, die dann irgendwelche Funktionen haben, wo keinerlei Gesetze, wo man keine Ahnung hat, was die überhaupt machen sollen. Die sind ja auch nicht First Class, sondern die sind ja das Ende der Fahnenstange im Endeffekt. Mit dem Paket von CMET werden sie First Class wieder. Du kannst so ein bisschen Compiler-Spezifigkeit von GRC ausnutzen, aber nicht zu krass. Und dann kannst du wirklich wieder das Dictionary, was ja bei Typklassen implizit dabei ist, kannst du wieder explizit richtig herbekommen. Du kannst auch manipulieren und dann wieder reinstecken. Reify heißt das Paket. Ja, und das richtig geile ist die Notierung, das ist nämlich eine Zeile. Okay. Also eine Zeile, nachdem man 500.000 Typklassen für irgendwelche algebraischen Gesetze definiert hat, oder? Nee, es ist auch in der insgesamt sind es nur 10 Zeilen. Halt. 8 Zeilen Language Extensions, eine Freizeile und dann halt. Also, aber es ist nur eine Zeile. Ja. Ich habe letztes Mal APL-Code gesehen. Ja, okay. Und seitdem. Also eine Zeile kleiner 80 Zeichen natürlich. Ja, genau. Mit wenig Sonderzeichen. Also. Die Zeile kann man sich schon durchlesen, aber dann hat man es halt immer noch nicht verstanden, weil man nicht die GRC interne dazu kennt. Aber ja. Das so, eine gefährliche Leibe, die man es gibt hier auch den Datentyp JSON Field. In einem JSON Field muss man sagen, was ist der Feldname im JSON, also zum Beispiel Avatar-URL. Und man muss sagen, was ist das Format, in dem dieses Feld kodiert wird. Ah, man sieht, dass du cool bist, weil du nicht Scream verwendest. Ja. Ich verwende vor allem aber Data.Text, weil AESON Data.Text verwendet. Woran man merkt, dass AESON cool ist. Ja. Okay, gut. Cool ist verstanden. Also wie viele Jahrzehnte dauert es noch, bis das Problem gelöst ist mit Text und String? So lange, bis wir funktorisierte Module kriegen. Das ist eine klare Antwort eigentlich. Also eher weniger schnell. So, wir können hier auch Field, das ist eine kleine Hilfsfunktion, wenn ein Datentyp X toJSON und fromJSON unterstützt, dann reicht es, wenn man einfach den String von dem, den Namen von diesem Feld angibt, um so eine JSON-Field-Beschreibung zu bekommen. Dazu verwenden wir das Default-Format von gerade eben. Ich habe hier auch noch zwei Hilfsfunktionen geschrieben, SerializeField und ParseField, aber die erkläre ich jetzt gleich. Erstmal verwenden wir das jetzt, um ist eine Beschreibung hier hinzuschreiben, wie man GitHub-User serialisiert oder parsed. Ist kein Vim. Aber hat das nicht auf die Vim? Doch, also es kann alles, außer dieses Feature, was du vorher gezeigt hast. Dieses Freeformat. Ja. Oder das, ich habe nachgedacht, das kann es noch okay, nicht. Okay. Das gibt es übrigens genau dank Sam Cookes. Sam Cook? Sam Cookes, der berühmte Mut-RC und Vim-RC-Typ. Ah! Ja. Ich dachte, der berühmte Team Pope.
Das auch, ja. Von T-Pop ist halt 90% im Extensions. So, ich habe hier ein bisschen Boilerplate hingeschrieben. Jetzt müssen wir für F-User-Login und so weiter angeben. Und da verwenden wir jetzt die Funktion, wie ist sie? Field von gerade eben. Wie heißt die Extension, dass man Typvariablen angeben darf, oder kann man das standardmäßig? Ich glaube, das kann man standardmäßig. Aber das, ach so. Mhm. Vor allem in Datentypen. Normalerweise geht es ja in Typklassen. Warte, ich glaube, man braucht kein Signatures, um das hier hinzuschreiben. Ja, ach so, sonst würde das inferieren. Richtig, sonst würde das inferieren. Und dadurch, dass du es hinschreiben darfst, wird dein Code automatisch ein bisschen dokumentierter, ne? Ja. Ich meine, das ist ja das Automatische, du könntest halt dann noch höher das Teil machen oder so. Ja. Ja. Ich müsste das nicht hinschreiben. Kann man meiner machen? Überhaupt? Also Sternchen zu Sternchen ist ja irgendwie. Naja, ich muss ja hier DSF muss ich ja auf T.text anwenden. Und T.text hat nun mal den Kind-Sternchen. Ja, jetzt sind wir von Higher Order Function zu Higher Kind. Und damit das hier insgesamt ein Datentyp ist, muss F auch den Wert Sternchen haben. Also er würde auch genau das gleiche inferieren. Er würde, ja, exakt genau das gleiche inferieren. So, ich frage mich gerade, warum ich hier so Zacken bekomme. Es JSON Field not in scope, ja, weil ich vergessen habe, diesen Import wieder anzumachen. Warum kriege ich die ganze Zeit... Ich glaube, das ist, weil SpaceMax denkt, du hast eine normale Shell, aber du hast keinen Fisch. Und ich hätte vielleicht nicht das Update von Intero machen sollen vor diesem Vortrag. Oder du machst halt kurz CHSH Bash und dann... Ich glaube, damit können wir jetzt leben. Ja. Einfach nicht mehr speichern. So, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir diese Beschreibung verwenden, um tatsächlich diese Parse-Funktion und die Serialize-Funktion zu bekommen. Und ich will diese Funktion, die aus diesem Datentyp tatsächlich die Parse- und die Serialize-Funktion macht, will ich ja nicht speziell für fgithub-user hinschreiben, weil die GitHub-API kennt noch mehr Objekte als User-Objekte. Deshalb will ich das schon irgendwie allgemeiner machen. Und es ist mir aufgefallen, dass man eigentlich nur drei Typklassen braucht, um allgemeiner für solche Datentypen, die solch ein F als Argument nehmen, aus so einer Beschreibung die Parse- und die Serialize-Funktion herzuleiten. Und das Coole ist, dass diese drei Typklassen, die ich jetzt vorstellen werde, überhaupt nichts mit Parsen oder Serializen zu tun haben. Die erste Typklasse, die ich eben in diesem Projekt F-Types definiert habe, F-Types, weil es um Datentypen geht, die so ein Argument F nehmen, ist F-Functor. So. Ihr kennt ja die normalen Haskell-Funktoren. Ich nenne ihn halt Woods. Die ist etwas von diesem kein Sternchen nach Sternchen. Und wenn man eine Funktion nach A, von A nach B hat, dann bekommt man eine Funktion von FA nach F von B. Das ist ein Funktor. Wir haben jetzt auch ein Argument hier, aber von etwas. Aber bei uns ist dieses Argument hat den kein Sternchen nach Sternchen oder allgemeiner irgendwas nach Sternchen. Und für solche, wir wollen jetzt irgendetwas FMAP-ähnliches für solche Datentypen finden. Und das ist der Begriff von einem F-Funktor. Bei einem F-Funktor haben wir jetzt keine Abbildung von F nach G, weil F und G haben ja nicht den kleinen Sternchen,
sondern stattdessen haben wir eine Transformation von f nach g. Eine Transformation ist eine Abbildung von, eine polymorphe Abbildung, die für alle a funktioniert, von f nach a nach g von a. Zum Beispiel Haskell, maybe to list. Maybe to list, da wäre f wäre maybe und g wäre Liste von. Und maybe to list funktioniert ja auch für alle möglichen Haskell-Datentypen, die man hier für a einsetzen kann. Das hier. Irgendwann machen wir auch den Vortrag zu Theorems for Free. Und dann werden wir erklären, warum man die Bedingungen, die man aus der Kategorientheorie kennt, wann eine Familie von amorphismen in der Transformation darstellt, warum man die gar nicht hier dazuschreiben muss, warum die automatisch drinsteckt. Das ist ein Theorem for Free. Ja. Man muss aber in dem Theorem for Free voraussetzen, dass f und g tatsächlich Funktoren sind. Ja. Wir werden sehen, dass es auch Sinn macht, bei F-Typen Sachen einzusetzen, die keine Funktoren sind, aber den richtigen Kind haben. Ja, das heißt, das sind dann Funktoren, die auf dem Herzen der Kategorie definiert sind. Das sind Herz enthält nur Identitäten oder Isomorphismen statt Beliebigkeiten. Und F und G haben also immer kein Stern nach Stern, ja? Stern nach Stern oder allgemeiner, irgendein beliebiger Kein nach Stern. Alles klar, ja, genau. So, es gibt hier auch noch eine zweite Definition von Trafos, wo dasselbe wie das hier, nur dass man noch einen Newtype darum gemacht hat. Und das hat den Grund, dass man Typsynonyme in Haskell nicht partiell anwenden kann. Um Typen partiell anzuwenden, müssen sie Newtype, Science oder Data Deklarationen. Zurück zu F-Funktor. Der Trafo, war der von dir? Ja, das hier habe ich definiert. Das, alles, was hier in F-Types ist. Weil du gerade sie gesagt hast. Du hast gerade gemeint, da haben sie das noch definiert. Nein. Okay. Ich weiß, also diese eine Zeile Code hat Kmet auch schon mal geschrieben, genau. Ja, ja. Das Coole ist jetzt was, was jetzt gleich alles noch kommt, aber. So, es gibt fmap, wenn wir einen Trafo von f nach g haben, dann können wir aus einem rf ein r von g machen. Wir stellen uns vor, dieses r ist das fgithubuser und ein fgithubuser besteht ja aus f von text, f von url und f von user-id und wir können ja diesen Trafo auf f von Text anwenden und bekommen ein G von Text und F von User-ID auf, da bekommen wir ein G von User-ID raus und so können wir aus diesem Record, wo lauter Werte F von drinstehen, ein Record mit lauter Werten G von bekommen. Also ich mache das mal instanziere. Also das sind Funktoren vor einer Funktorkategorie nach Haskell. Die Funktorkategorie selbst ist quasi von nach Haskell. Weil die Funktoren kein nach Sternchen, K nach Stern haben müssen. Stern ist Haskell. Also ist F ein Funktor, das ist ein Funktor, der ist auf der Prägabe-Kategorie. Wenn die Prägabe als Basis nicht set nimmst, setzt du Quatsch, den hast du nicht. Von der Prägabe-Kategorie nach. Das hier ist die Instanz. Es geht übrigens wieder einfacher, wenn du quasi, wenn du oben bei nach GH-User noch die Klammer. Diesen beiden Funktionen, aber es ist sinnvoller, wenn man sich erstmal
diese Funktion fsequence a anschaut. Wenn wir einen Record haben mit lauter f-Werten und f, wir setzen auch noch voraus, dass f applicative ist, dann können wir all den Konstruktor von diesem Datentyp R verwenden und applikativ, um diese ganzen F-Werte miteinander zu verknüpfen und einen F-Wert daraus zu machen. Zum Beispiel, ja? Die Frage ist vielleicht doof, aber warum heißt es traversable und nicht iterable? Oder was ist der Unterschied? Was wäre der Unterschied zwischen einem traversable und einem iterable? Eines ist Traversen, heißt über etwas drüber gehen. Traversieren ist, wenn ich komplexere Strukturen habe, die nicht linear sind, sondern... Ja, ja, klar, es geht über Traversable, es geht ja über Bäume, über alle möglichen Datentypen, die halt... Am Iterable ist immer so Listen-ähnlich. Ich weiß nicht, Iterable gibt es in Haskell nicht. Gibt es in Haskell nicht, das Konzept, sondern... Traversable ist vielleicht einfach nur der Haskell-Name für Iterable. Ah, okay. Traversable, ist das jetzt pro-applikativ? Was? Ist Traversable pro-applikativ? Das ist verwendet applicative. Es gibt übrigens das duale Konzept zu traversable. Das ist von Kmet definiert in einer seiner Libraries und nennt sich distributive. Das macht es wahrscheinlich irgendwie. Er hat da einfach mal, ich glaube, von Sequence A. Einfach mal einen Pfeil umgedreht und hat dann das f-distributive genannt. Das Erstaunliche bei Kmet ist, dass die Namen alle Sinn machen. Nachdem du die Dinge angewendet hast, machen sie plötzlich Sinn. So, wir wollen mal sehen, wie man... So, nee, erstmal... Man stellt sich heraus, dass es nicht reicht, Sequence A zu fordern in der Typklasse f-traversable. Sondern man muss noch eine Verallgemeinerung davon fordern, nämlich F-Sequence A. Hier steht, man hat ein R und dieses R beinhaltet G komponiert mit H-Werte. Also jedes Feld ist ein G von H von irgendetwas. So, und dann kann man Compose ist die Funktorkomposition von zwei Funktoren. Fg angewendet auf x ist fg von x. Von zwei Funktoren. Braucht man... I heard you like meter. Ja, das ist jetzt... Achso, es gibt halt auf Typebene quasi Funktoren geknüpft. Ja, also f und g müssen hier, um das hier zu verwenden, müssen die keine Funktoren sein. Aber wenn sie sind, dann ist die Verknüpfung auch wieder ein Funktor. Also. Die müssen nur vom Kind her stimmen. Also f hat Kind Stern nach Stern und g hat Stern nach Stern und x hat Stern. Ja, wobei diese Definition ist noch ein bisschen allgemeiner. Es reicht, wenn hier die Wertemenge das Ziel von diesem G gleich der Quelle von diesem F ist. Ja, ja. Und dass X in der Quelle von G liegt. Und am Ende Stern wieder rauskommt. Ja. Ja. Das F muss einen Stern produzieren. Das ist im Endeffekt nur die eine Ebene höher. Denn was bedeuten denn da in der letzten Zeile Compose die zwei Sterne? Eben das. Man hat hier eine Schnittstelle zwischen f und g und eine von g und x und es soll beides mal Sternchen sein. Ja. Ah, die Bildmenge vom einen ist die Urbildmenge vom anderen. Ja. Also hier, das x lebt in Sternchen und der Wert vom g liegt auch im Sternchen, sagt das hier. Weil. Das mit den Sternen, die da oben schreibt, sondern Pi. Achso, natürlich. Ist das eine Language-Extension oder ist das standardmäßig? Das ist standardmäßig ab GSC
Ja, keine Ahnung. 7.10 vermutlich. Oder 7.8, keine. Weiß nicht. Das erste von Components ist quasi F, das ist Sternchen oder was? Das zweite ist G, das ist Sternchen. Ich zeig das mal her. So, das hier ist die Definition von Compose hier unten. Ist dieses Compose auch von dir oder aus irgendeiner anderen Library? Das ist von mir, weil ich eben gefunden habe, dass das Compose aus der Standardbibliothek, das gibt es ab 4.8 oder 4.9 in Base, das war nur unzureichend allgemein da. In Base, da stand nämlich hier wirklich Sternchen. Unzureichend allgemein? Ja. That feels value etwas meant too hard. In Base is too weak for your needs. C, genau. So. Ich wollte zeigen, wie man das jetzt für GitHub User implementieren würde. Traversable. F-Sequence A. Wir bekommen. Jetzt in der Autovervollständigung im Sinne von, er zeigt dir, was du brauchst und so wäre. Einen GitHub-User. Okay, schauen wir mal, ob wir das kriegen. Found hole with type G von F-GitHub-User H. Wer. Und hier unten müsste irgendwann mal stehen, was ich hier zur Verfügung habe, nämlich dieses GH-User. So. Wie bekomme ich das? Okay, wenn ich das erste Feld jetzt hier nehme, F-User-Login von GH-User. Ich will das hier kombinieren mit User ID, F User Avatar URL. So, das jeweils, jede Zeile wird vom Typ Compose FG von einem Typ sein. Damit wir das aber gut verarbeiten können, sollten wir erstmal diesen Compose New Type wegmachen. Also jeweils Get Compose. So, und dann können wir applikativ verwenden, um diese Werte miteinander zu kombinieren. Und wir fangen an mit dem Konstruktor fgithub-user. Dann verwenden wir diese, das kennt man ja von applikativ. Könntest du Groß J nehmen? Join. Macht er doch, oder? Ich habe gerade Groß J genommen. So, und jetzt frage ich mich, warum das nicht stimmt. Vermutlich, weil ich. G ist viel wichtiger. Groß V. Steuerung. Compose nicht importiert habe? Jetzt macht jeder bitte eine Liste mit den 10 vollsten Win-Kommandos. D2B. Anführungszeichen. Anführungszeichen plus. Ich glaube, ich habe es geschafft. Das ist bei SpaceX die Faulheit. Anführungszeichen plus A, Y, Y. Na, so. Was tut das? Das ist jetzt F-Traversable. Und das hier reicht jetzt schon mal aus, um die Parse-Funktion zu schreiben, allgemein für solche F-Datentypen. Das möchte ich hier vorführen in diesem JSON-Format. Ist nicht so unterregelt, also muss das richtig sein. So. Ich will folgende Funktion definieren
Object Format. Die soll den Typ haben, hier irgendwie ein Constraint wird noch ausgefüllt. Dann soll man einen String angeben, welchen Datentyp man überhaupt versucht zu parsen. Das ist für bessere Fehlermeldungen. Dann gibt man einen Typ. Eine Beschreibung davon, wie dieser Datentyp aufgebaut ist mit diesem JSON Field. Und was man bekommen soll, ist ein JSON Format für den Datentyp. R von der Identität. Also, wenn man ja hier diesen Datentyp. Das ist echt eine clevere Anwendung von higher-kinded stuff. Warum Identity? Wenn man hier in F GitHub User Identity einsetzt, Identity ist ja die Identitätsfunktion, Identity von A ist isomorph zu A, dann gewinnen wir hier den ursprünglichen Datentyp GitHub User zurück, der hier oben definiert ist. Kannst du nicht einfach. Einfach den definieren als Type, GitHub User ist gleich ja. F-Type. Ja, kann man machen als Typ-Synonym. Ja. Achso, aber du hast R-Identity, das ist tatsächlich noch. Ja. Es sind noch Identities drin. Ja. Das werden wir noch loswerden. Ja. So, und ich habe behauptet, wir können jetzt schon ganz viel anstellen, wenn wir F-Functor von R wissen und F-Traversable von R. Wir bekommen den Namen, wir bekommen die Felder und wir wollen ein JSON-Format produzieren. So. Etwas habe ich noch nicht herausgefunden in SpaceMax, nämlich wie ich geschweifte Klammern eingeben kann. Deswegen kopiere ich die immer. Was? Das ist hart. Also, ja, irgendwie. Sonst tut er das nie. Also meiner macht das nicht. Ja, ich glaube, SpaceMax verwendet das Key, mit dem ich diesen Umschalt-Key, mit dem ich geschweifte Klammern eingebe, für irgendeine Meta-Funktionalität oder so. Stimmt, du hast kein Neo-Layout. Ja, genau. Wir kriegen das gar nicht mit. Das ist doof, ja. Solche unterschiedlichen aber es haben wir schon lange nicht. So gemein hätte ich es jetzt nicht gesagt. Ich hätte es mir nur so gedacht. So. ToJSON, hier lassen wir eine Lücke. ParseJSON. Das können wir jetzt implementieren. So. Wir müssen also irgendeinen JSON-Wert verarbeiten und unsere erste Annahme an diesen JSON-Wert ist, dass wir ein Objekt bekommen. Und da gibt es eine schöne Hilfsfunktion in AESen, die heißt withObject, gerade eben schon gesehen. Und die nimmt als erstes Argument den Namen, um im Falle, dass es eben kein Objekt ist, eine schöne Fehlermeldung zu produzieren. Und ansonsten müssen wir hier eine Funktion angeben, die ein Objekt verarbeitet. Und ich brauche jetzt ganz schnell einen Backslash. Ja, Backslash. Das tut mir echt leid. Ich dachte immer. Du kannst auch nicht danach suchen. SpaceMax hat keine Fehler. In der anderen, in dieser Datei ist irgendwo ein. Hier ist einer, genau den habe ich versucht. KBD. Aber kannst du nicht deine Keys neu. Also, du wolltest nicht irgendwie. Ja, schau mal, man muss sagen, erstmal reverse-engineeren, worauf er es überhaupt bindet und was da los ist. 17 Layern an Elis-Files, die sich gegenseitig nimmt. So. So. Jetzt sind wir. Jetzt verwenden wir eine SpaceMax-Day im OpenLab machen, wo man sich dann auch um solche Kleinigkeiten kümmert. Ja. Wir haben jetzt schon, mit dir sind wir dann 5 Leute. Ja. Wir verwenden diese Hilfsfunktion, die ich gerade schon geschrieben habe.
die macht Folgendes. Wenn wir so ein JSON-Field haben und ein Wert x, dann können wir daraus ein Key-Value-Pair machen. Mit dieser Funktion Punkt ist gleich von AESON. Wir schauen also den Field nach aus der Beschreibung von dem JSON-Field und verwenden das Format von diesem Feld, um den Value zu serialisieren. So. Und man kann, es ist doch unendlich Code alles. Sorry. Wir waren ja beim Parsen. Ich will diese Funktion natürlich verwenden. Also ich bin schon erstaunt, was diese Retro-Editoren heutzutage machen. Also was sie doch können. Wir haben wieder so ein JSON-Field als Beschreibung und wir haben ein Objekt und wir bekommen einen Parser, der eben das entsprechende Feld in diesem Objekt nachschlägt und versucht, als den JSON-Wert zu parsen, der da drin steht. Also wir schlagen nach und wir parsen gemäß dem Format, der in dem Feld angegeben ist. Und dann ist vermutlich Fail von Monad, um da rauszubrechen, oder? Ja, das failt hier, wenn dieses Feld nicht existiert in diesem Objekt. Dann fehlt er an dieser Stelle. Punkt Doppelpunkt als Operator, was tut das? Das ist in data.asen und schlägt einfach nur in dem Objekt nach und passt dann auch noch etwas. Aber in diesem Fall passt es überhaupt gar nichts, weil das schlägt hier den Wert als JSON-Wert nach und wir tun erst danach eine eigene Parse-Funktion verwenden, die in diesem Format beschrieben ist. So, jetzt haben wir ja diesen Datentyp, wo in jedem Feld ein JSON-Field drin steht. Und wir können ja diese Funktion mit diesem Objekt, das wir gerade eben bekommen haben, anwenden. Und das mit der Verallgemeinerung von fmap, nämlich diesem ffmap. Und zwar, wenn wir ein Field haben, dann verwenden wir das Parse Field angewendet auf das Field und eben dieses Objekt. So, was ist das jetzt? FFmap ist nicht im Scope. Hast du deinen Functor schon importiert? Ja. Sollte ich schon importiert haben? Und exportiert es auch wirklich das FFmap? Vielleicht muss ich speichern und dieses Fenster wegmachen. Also der Fehler da oben, der ist nicht relevant. Nee, das ist ein Loch quasi, was der Compiler überspringt als noch nicht. Es ist das Sorry für euch. Na, drei Fragezeichen ist klar. So. Das ist nicht ein Undefined. Okay. Das ist ein Undefined, ist nur zur Laufzeit. Sollte es irgendwann mal dahin kommen, dann bricht er ab. Aber einen Home. Du kannst probieren, S-Type. Kann der Zeige zur Compile-Zeit. Unterstrich. An welcher Typ dahin? Aber das bringt ja nichts, weil der Typ dann nicht kompliziert ist. Also Intero kann mir nicht sagen, was für ein Typ das hat, aber ich kann es euch sagen, nämlich, das hier hat Typ R von A.Parser. Ja. Und R ist ein F-Traversal und F-Functor. Ja. F-Functor und F-Traversal. Oder noch wichtiger, A.Parser ist ein Applicative. Und R ist ein F-Traversable und damit können wir die Funktion fSequenceA' anwenden, um aus diesem Records und in jedem Feld ist ein Parser, ein Parser zu machen, der ein Record parst. Genau, das ist das Generalisierung von Sequence
Von Monad. Oder ist es Monad? Ja. Traversable und Traversable Monad. Wir müssen also nur F-Sequence A noch anwenden. Dankeschön. Und dieses Pattern, das man erstmal noch über dieses R drüber mappt und dann Sequence A anwendet, das ist so häufig, dass es eine eigene Funktion auch noch ist, nämlich F-Traverse oder F-Traverse-Strich. Und diese Typklasse enthält diese beiden Funktionen und die sind jeweils, they are defined in terms of each other. Ich weiß nicht, wie man das vernünftig auf Deutsch sagt. Also man muss eine davon angeben. Wechselseitig aufgefremd definiert. Dankeschön. Ja, aber nee. Also auseinander hervorgehend oder so. Wechselseitig miteinander definierbar, oder? Also in terms of each other. Ja. Beide. In Terme voneinander. Im Begriffe. So. Jetzt wollen wir noch toJSON auch noch definieren. Eine Schwierigkeit, die wir hier jetzt haben, ist, wenn wir das serialisieren wollen, dann haben wir unseren ganzen Record, in dem die tatsächlichen Werte für einen GitHub-User drinstehen. Und wir haben außerdem den zweiten Record, in dem die Beschreibungen drinsteht, wie man jedes Feld zu serialisieren und deserialisieren hat. Und man muss diese beiden Records miteinander kombinieren. Hast du die Beispiele, die wir haben, oben definiert haben, nochmal? Also wie die ausschauen bei unserem GitHub-Beispiel? Bei dem GitHub-Beispiel? Was willst du sehen? Ja, diese beiden Records, die man zusammenbauen muss, quasi. Ach ja. F-GitHub-User. Einmal einen bestimmten GitHub-User. Ja. F-GitHub-User. Zum Beispiel. Space und dann Y. Ich muss hier immer Identity. User ID. Ich glaube, das ist eine GitHub User ID. Und wir haben eine Avatar URL. Als ob du 134er. Ja, schön wär's. Wer hier im Raum weiß noch seine ICQ-Nummer auswendig? Wie kann man sich merken? 4213318 39. Ich kann mir gerade mal meine Matrikulationsnummer nicht richtig merken. Ich muss jetzt mal nachschauen. Damit Doppelpunkt oder mit Disk? Es fehlt noch F-GitHub User am Anfang. Du kannst auch überall Pure statt Identity schreiben. Hui, hui, hui. Ah. So, das hier wäre zum Beispiel ein Wert. Ja. Den hier würden wir kombinieren mit diesem Record. Eine Beschreibung, wie man generell einen GitHub-User zu JSON macht oder von JSON quasi bekommt. Das mal getrennt die Instanz, die eigentlichen GitHub-User von den Umwandlungen. Ja, nur als ja, das war ja vorher schon getrennt. Das war ja schon getrennt. Ja. Was wir jetzt gewonnen haben, ist, dass wir... dass wir nicht nur User machen können, sondern auch nicht, also noch andere GitHub-Werte, oder? Ja, dass wir die implizit in dem Parse und im Serializer enthaltene Beschreibung, wie so ein Objekt aussieht, explizit als Haskell-Wert hier vorliegen haben. Das haben wir gemacht. Und dass wir hier diese Beschreibung dann verwenden, um diesen Parser und den Serializer zu gewinnen.
Das werden wir erreicht haben. Also, und um so zwei Records von den Beschreibungen und tatsächlichen Werten zu kombinieren, brauchen wir die F-Applicative-Typklasse. Man kennt ja schon die normale Applicative-Typklasse. Die besteht aus zwei Teilen. Man kann Werte in diesen Applicative reinliften und man kann, wenn man hier so ein Applicative hat und da stecken so Funktionen von A nach B drin, dann kann man den auf so eine Applicative mit lauter A's anwenden und bekommt einen mit lauter B's. Und das können wir einfach hernehmen. Bei uns werden jetzt keine Funktionen da drin stehen, sondern Transformationen. Und ansonsten schaut es ganz genau gleich aus. Mit Compose wahrscheinlich wieder, oder? Ja. Compose verwenden wir hier nicht. Ja. Und hier brauchen wir tatsächlich die Definition von Transformationen mit Newtype, weil man kann hier nicht das Typsynonym verwenden, weil Typsynonyme kann man nicht partiell anwenden. Was wenden wir partiell da an? Ja, das ist nicht nur partiell anwenden, sondern noch ein Unterschied ist, dass wir hier bei dem Trafo dieses for all drinne stehen haben und bei Trafo-Comp haben wir nochmal das A, also die Komponente von der Transformation, explizit hier angegeben. Ach, Comp steht für Komponente, ja. Nicht für Komponente. Ich hätte gedacht für Compare, was du verwirrt hast. Ich musst du das Comp-Component nennen, weil das klar ist. Also hier in diesem, hier stehen die Komponenten von so einer natürlichen Transformation drin. Und zwar die Komponenten, die uns interessieren für diesen Datentyp R. Und dann bekommen wir hier ein R von F und wir bekommen ein R von G. Und R ist spezifisch, nicht alle, sondern tatsächlich ein spezifischer. Und deshalb braucht man das. So, und damit kann man jetzt, wenn man ein F-Applicative hat, der ist ja auch ein F-Funktor, können wir jetzt solche Funktionen liften. Nämlich wenn wir hier eine Transformation haben, die in FA die zwei Inputs hat, F-Input, G-Input und H-Input produziert, dann können wir daraus eine Funktion bekommen, die RF nach RG nach RH schickt. Wir kombinieren also hier so zwei Records miteinander. Und das ist doch genau das, was wir brauchen. Zur Vollständigkeit will ich noch F-Applicative zeigen, wie das definiert ist für F-GitHub-User. Wir brauchen F-Pure. F-Pure, wenn wir hier ein V haben, das sollte ein so etwas sein. Und das können wir dann, wenn das polymorph ist für alle A, dann können wir das ja in jedes Feld reinschreiben. Und dann? Kurz interrupten. Ja. Ich stress nur sehr ungern, aber ich habe auf 22.15 reserviert. Oh je. Pizzeria. Und ich denke, es ist schon okay, wenn wir 5 Minuten zu spät kommen. Oder 10, aber mehr. Jetzt ist es 22.05. Okay. Ich glaube, ich brauche noch. Ein bisschen verschätzt, das tut mir leid. Ungefähr vielleicht 15 Minuten? Ja, jetzt noch. Okay. Jetzt noch. Ja, genau. Nicht höflich. Ja. Vielleicht rufe ich noch an und sage, ich bin. Ja, aber wenn es jetzt schon 22.05 ist und wir noch 15 Minuten machen, dann ist ja dann schon 22.20.
Das heißt, ich sage, komm um 30, also eine Viertelstunde später. Ja. Okay. So, wir müssen noch... Über 20 Minuten später. ...diesen Operator definieren. Von einem R und einem S GitHub-User. Und das Ergebnis ist weitere GitHub-User. Und wir müssen für jedes Feld nachschlagen, die Funktion, die steht in dem R drin. Und die müssen wir anwenden auf das, was in dem S drin steht. Wenn ihr euch fragt, warum hier 2 Dollar stehen, wir müssen hier diesen Trafo-Comp müssen wir hier entpacken und dazu verwenden wir das hier. Das hier ist nur ein Synonym für an-Trafo-Comp. So, und das sollte jetzt Typ checken. Wenn ich alles importiert hätte, können wir auch mal kompilieren. Stack build. Ja. Ja. Es kompiliert noch, oder es hätte kompiliert, wenn wir da nicht diesen blöden, das blöde Loch nicht hätten. Und dieses Loch können wir jetzt ja füllen. Mit hier to chasen. Log-based programming. Es wäre perfekt, wenn es noch die Zeilennummer auch noch in einer anderen Farbe machen würde. So, serialize, wir bekommen hier so einen Record. Und wir haben jetzt diesen Record und wir haben diese Beschreibung und wollen die miteinander kombinieren mit flift a2 mit irgendeiner Funktion, diesen val und die fields. So. So, die Funktion. Wir bekommen hier diesen Wert V und wir bekommen das Field. Und jetzt wollen wir eine andere Hilfsfunktion verwenden, nämlich Serialize Field. Habe ich ja schon erklärt. Nimmt so eine Beschreibung von dem Feld und einen Wert und macht daraus ein Key-Value Pair. Field, dann den Wert V. Du hast das V momentan auf den Identity, ne? Genau, deswegen müssen wir das hier erstmal noch entpacken. So, und dann dieses Field serialisieren. So, das gibt jetzt erstmal noch einen Typfehler, weil wir müssen ja, damit wir das wieder in so einem fgithub-user speichern können, müssen wir ein f von irgendwas produzieren. So, und dieses f von irgendwas soll jetzt, das soll immer ein JSON-Wert drinstehen für jedes Feld. Wir haben ja jedes Feld serialisiert. Das heißt, das was in dem Feld drinsteht, das hängt gar nicht mehr ab von zum Beispiel diesem Datentyp. Deswegen müssen wir für f den konstanten Funktor verwenden, der immer konstant JSON-Wert, JSON oder Value ist. Wir verwenden den konstanten Funktor und das hier ist
dessen Konstruktor. Schauen, ob Intero jetzt funktioniert, wenn wir jetzt fragen, was der Typ davon ist. Nein. Leider nicht. So, jetzt haben wir einen Record und für jedes Feld steht ein JSON-Wert in einem Constfunktor. Und nun gibt es praktischerweise, weil ich sie heute noch hinzugefügt habe, in fapplicative eine Funktion, Entschuldigung, ftraversable, eine Funktion ftolist, die so ein Record mit jeweils konstanten Werten nimmt und tut die alle in eine Liste aufsammeln. Das verwenden wir jetzt. Jetzt haben wir hier eine Liste von Key-Value-Paaren und daraus müssen wir jetzt einfach nur noch ein Objekt machen mit der Object-Funktion von JSON. Und das sollte jetzt hoffentlich Typ checken, wenn wir jetzt kompilieren. Dir fehlt noch ein Constraint wahrscheinlich. Ah, danke schön. Nämlich das fapplicative. Also nicht dank mir, sondern dank dem Compiler, der das so schön sagt. Ja. Ich hab nicht verstanden, was du gemacht hast. Okay. Das ist gleich. In Zeile 83. 83. Ja, das war ein Gleichzeichen. Man kann es vorhin schon bemerken. Ja, du musst Rank 2 gibt es noch. Die E-Mails habe ich 2006 aufgegeben. For all musst du Rank 2 geben. 10 Jahre ohne. Man sollte die beide mal komplett neu implementieren von Scratch. Also und Identity importieren mit Control Component und Identity. Und dann mit Friend. Das ist immer das Nachspiel, was man noch hat, wenn man das. Wie war's? Funktioniert das? Data Control Component und Identity. Ich glaube, das hier funktioniert auch. Interessant. Und noch deine eigenen. Ja. War das nicht schon was? Wenn dieses Ding jetzt noch Auto-Imports machen würde. Ja. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob das ist. Das verschweren sie manchmal für die. Ja, das erwähnt sie von drüber. Ah. Warum keine Dollars? Du hast keine Dollars drin. Zu viel Zucker. Haskell Users are money rich. Und es kompiliert. Das heißt, es funktioniert.